Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel heute erneut zum Warnstreik aufgerufen. In Schwerin beteiligten sich etwa 70 Menschen an einer Kundgebung. Mitarbeiter des Einzelhandels aus Schwerin und Rostock haben vor dem Gebäude des Handelsverbandes auf ihre Arbeitssituation hingewiesen. Sie beklagen die hohe Arbeitsbelastung. Weil einfach die Löhne zu niedrig sind, merken wir einfach auch immer mehr eine Arbeitsverdichtung. Und das wird immer mehr zum Problem und bedeutet auch immer mehr Langzeitkranke. Also wir spüren die Auswirkungen auch sehr, sehr stark. Das Weihnachtsgeschäft ist jetzt da, ne? Man braucht Geschenke für die Familie. In meinem Fall, ich werde nächstes Jahr Vater, da muss mehr Geld her, definitiv. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgebern sind seit Monaten festgefahren. Die Gewerkschaft fordert mindestens 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde. Der Einzelhandelsverband bietet 10% mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichsprämie. Das reicht der Gewerkschaft aber nicht. Verdi hat bereits weitere Streiks angekündigt.